Jetzt mache ich mal kurz ein Video, wo ich mal was sprechen will. Eines der größten Themen unserer Gesellschaft ist ja das Thema künstliche Intelligenz und wie diese möglicherweise die Gesellschaft verändern wird. Ich sehe da auch eine Gefahr, nämlich folgende Frage ist mir in den Sinn gekommen. Was passiert eigentlich, wenn künstliche Intelligenz auf einen machthungrigen Menschen trifft? Ich glaube, das ist nicht ganz unproblematisch, weil man kann sich vorstellen, was dann passiert. Sicherlich würde der machthungrige Mensch die künstliche Intelligenz für seine Interessen benutzen. Das bedeutet, dass die Parameter der künstlichen Intelligenz so eingestellt werden würden, dass die künstliche Intelligenz für diesen machthungrigen Menschen arbeiten würde. Das hätte aber wiederum Folgen für die Gesellschaft, denn die steht auf der anderen Seite. Und das hätte aufgrund, weil das auch dann einen großen Einfluss auf die, also auf die Menschen der Gesellschaft Einfluss hätte, eine katastrophale Folge. Weil nämlich dann die künstliche Intelligenz, das heißt ja, da steckt das Wort Intelligenz drin, auf raffinierte Art und Weise die Gesellschaft manipulieren würde. Und wahrscheinlich würde es dazu führen, dass die Bevölkerung sich vielleicht selbst die Schuld gibt oder untereinander sich bekriegt, während die mächtigen Reichen unter sich bleiben und geschützt bleiben, sozusagen, durch die künstliche Intelligenz, weil sie ja die künstliche Intelligenz zum Machterhalt für sich arbeiten lassen, gegen die Gesellschaft, die dann mit katastrophalen Folgen zu kämpfen hat. So viel dazu von mir.